Alle außer Vince. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Score von Level 2K16 Challenges. No Chance, würde ich mal sagen. Vorletzte Episode, da haben wir noch nicht so gut mit ihm abgeschnitten, ne? Und jetzt dürfen wir gegen ihn antreten. Mensch, können wir unsere Rache nehmen, wenn man so möchte. Wird sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen zu Challenges. Ihr könnt eure Herausforderungen einfach in die Kommentare schreiben für WW2K16. Die kürzesten sind meistens die besten. Kommen in die Livestreams. Sonntag sind die meistens unentscheidet dann, welche Challenges letztendlich rangenommen werden. So richtig hart rangenommen, hart und frech, ihr kennt das Ganze. Dann werden die versucht zu meistern. Von mir, wenn ich das schaffe, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich das schaffe, bekommt ihr einen Punkt. In Staffel 4 steht es aktuell 3:1. Und einem sehr kontroversen Ende wieder beim letzten Mal. Die aktuelle Challenge kommt von Lachallein TV. Ich bin nicht verletzt. / Vince, ich hasse dich. Reiche dich an Vince und zeige ihm, dass du nicht verletzt bist, indem du ihn da angreifst, wo du verletzt warst. Matchart 3-on-1. Du, Cesaro. Daniel Ryan, Seth Rollins. Aufgabe. Mit Daniel Ryan bringst du den Kopf von Vince auf Rot. Wegen Nackenverletzung oder Kopf, nee, wie sagt man, Gehirnerschütterung. Mit Cesaro bringst du den Torso von Vince auf Rot. Warum warst du denn, hä? Aber hat Cesaro nicht eine Schulterverletzung gehabt? Naja, ist egal. Mit Seth Rollins bringst du die Beine von Vince auf Rot. Alles klar. Na, 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 na. Daniel Ryan musst du mit dem Yes Lock gewinnen. Nachdem Vince aufgibt, sagst du, ach, ich gehe zu New Japan. Viel Glück und good game. Das sind die Aufgaben für diese Challenge. Nächster Kollege, der reinkommt, ist der gute. So, und der letzte Mann im Mund. Okay, einfach ausrasten und warten. Moment. Seid ihr bereit? Verarscht! So, auf geht er. Auf geht er, los geht's. Here we go, also wir spielen die Dreierpartie, ja? So. So, auf geht's. Here we go. Oh, fuck. Och, Mann, ey, das ging ja überhaupt nicht gut. Also, wir müssen mit Brian müssen wir den Kopf von Vince auf Rot bringen. Es sind die ganz nicht definiert, ob ich vorher schon taggen darf und nicht. Aber ich werde jetzt einfach mal mit Brian so lange wresteln, bis wir seinen Kopf im Rot haben. Und dann werde ich halt, ja, es ist halt schwierig, weil manche Aktionen bringen halt auch, wie sagt man, bringen halt auch die anderen Körperteile gleichzeitig auf Rot. Deswegen ist es ganz gut, dass wir die Beine als letztes machen. Das macht doch am meisten Sinn. Wir müssen mit den Beinen den Torso auf Rot bringen. Okay, den Torso sollte man. Dann sollte. Das soll schon irgendwie gehen. So, so ein German. Weil so ein German, der geht halt auch immer auf den Kopf. Ne? Das ist immer ein bisschen ein Problem. Aber sollte machbar sein. Wenn wir denn, ach nee, auf dem. Warte mal, was sollen wir? Wir sollen Tor. Nee, warte mal, mit dem Ryan sollen wir Kopf. So, Entschuldigung. Wir sollen erst einen Kopf. Ich komme mal durcheinander zu. Ich habe die Challenge nebenbei offen. Aktueller Zwischenstand ist natürlich 3:1, wie schon erwähnt. Und Vince McMahon hält sich hier ganz gut im Rennen. Ist halt nicht mal schön, auch mal auf der anderen Seite der Teams zu sein und nicht im Nachteil sein zu müssen. Aber wir müssen ja erstmal wirklich ihn mit Schaden versorgen. Und nicht vergessen. Also, ich hätte gar nicht gedacht, diese Challenge hat mit Abstand gewonnen. Obwohl sie nicht unbedingt die schwerste war, vielleicht hat sie einfach bloß den besten Titel gehabt. Ich sag's immer wieder, wenn ihr Challenges postet, wählt einen guten Titel. Denn die Leute sehen halt einfach mal, sehen beim Voten halt vorher ganz kurz die Challenge im Allgemeinen, lesen sie vor. Aber beim Voten sehen sie halt nur den Titel. So, Wächter. Und deswegen ist es schon ganz redlich, da einen coolen Titel zu nehmen. Clickbait und so, wer da drauf hat, der ist wahrscheinlich bei den Challenges ganz gut bedient. Zack. So, wo? Ich vergesse immer. Ich fange mit dem Kopf an. Der macht jetzt den Kopf. Und zum Glück muss ich nicht mal mit Tastatur spielen. Damit bin ich ganz zufrieden. Nein. Manche Germans gehen auf den Torso. Die gehen auch immer gleichzeitig auf Kopf und Torso, oder nicht? Gehen auf den Nacken. Nacken ist ja auch schwierig zu trennen zwischen. Also, Nacken ist ja letztlich die Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule geht auch von Kopf bis Rücken. Oder nicht? Weiß ich nicht ganz. Tag und Grüße vom Marty Guerrero Stream. Danke. CK Noxiax. So ungefähr. Irgendwie so was in der Art. Oh, guck mal, jetzt haben wir schon. Ach, Mann, das ist doch mies, ey. Naja, okay, hier. Machen wir halt ein bisschen. Hm, ja, genau. Ich will nicht auf den Ton so. Nenn mich bitte Calvin.
Der nicht, bitte. Kevin. Okay, bitte, Kevin. Leute sagen, er laggt schon wieder. Das glaube ich nicht. Das sieht in der Preview von OBS nicht so aus. Beim letzten Mal ist es durchaus so gewesen. Wir haben das Ganze dann nochmal gegengecheckt. Das war anscheinend wieder so ein 2K16-Ding. Wo es einfach wieder so war, okay, beim nächsten Match haben wir das gleiche Match einfach nochmal restartet und dann waren die Lags auf einmal weg. So, herzlich willkommen bei 2K16 aufnehmen. So. Zack. 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 Auch nochmal auf den Kopf rauf. Danke. Okay. Wir haben noch nie, ne? Das Single Leg High Need. Ich hoffe, das geht auf den Kopf. Das wäre ganz gut, denn wir sollen ja seinen Kopf auf Rot bekommen. Okay, Freunde, wir nehmen Anlauf und die Knie hoch. Na super, hat er geklappt. Das hat ja richtig toll geklappt. Ach, fuck, wir haben ihn. Das ist doch scheiße. Jetzt haben wir ihn schon auf Orange am. Ach, Mann, am Torso. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Nee, da darf ich nichts mehr. Okay, wir haben ihn auf Rot. Perfekt. Perfekt, ich mache hier nichts mehr. Ich mache hier nichts mehr. Ich tag jetzt nämlich zu Cesaro. Ganz schlau hat der Franz das gemacht. Tag, 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 tag. Cesaro muss sein Torso auf Rot bringen. Das kriegen wir wohl hin. Freunde. Cesaro. So. Okay. Wow. Cesaro. Wow, 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 wow. Cesaro. Wow. Cesaro. Wow. Okay. Denke mal, ich bin unten links hier bei der HUD-Anzeige. Ist ja noch nicht der Fall. So. Okay. Der Jack JK Mee sagt, Perky hat gesagt, wir sollen bei Franz sein Stream gehen, um ein paar Leute zu seinem Stream zu schleppen. Ja, können wir gerne machen. Ist ja nicht der Fall, ist ja nicht so, als würde man mehrere Streams gleichzeitig gucken können. Ne? Kommt auch sehr gut. Ne, ist okay. Sage ich jetzt nicht in der Aufnahme. So, okay. Grüße an den Perky. Grüße an den Perky. Grüße an den Perky. Grüße an den Perky. So, das sind meine Grüße. So, wir machen Gotch-Style Neutralizer und dann sollten wir sein Torso auf Rot gebracht haben, hoffentlich. Komm schon, come on, come on, come on. Einmal zwischen die Beine greifen, das mache ich doch gerne. Und dann sind wir jetzt auch schon in dem Bereich, wo wir sagen, okay Cesaro, deine Aufgabe ist erledigt. You had one job to do and you did it. Nice. Jetzt muss ich noch die Beine von Vince auf Rot bringen mit dem guten Seth Rollins. Das wird ein wenig dauern. Das ist ein bisschen doof. Nee, war nur ein Scherz, sagte JK Mee. JK Mee. Könnte ich mal Namen haben, die man aussprechen kann? Danke. Sowas wie Franz Fott. Doppel Z. Ne? Oh, hier ist Signature Move. Bada boom, da war. Hier, da war. Der guckt, der. Der guckt, der dumm in die Glotze. Aber trotzdem müssen wir hier erstmal. Es ist echt dumm, dass wir seine Beine auf Rot bringen müssen. Was haben wir denn für Aktionen, außer die Anvisierungsaktionen, die auf die Beine gehen? Gar keine, richtig. So. Der Reise dauert ewig. Es dauert. Ewig. Oder was haben wir nochmal? Ja, gestern immer. Wir haben Curbstum, Pedigree, geht beides natürlich auf die Beine. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Oh. Achso, ja, wenn wir Glück haben. Vielleicht, wenn wir Glück haben, zieht dann Pedigree ein bisschen was auf den Beinen, aber ich meine, man fliegt ja auf alles drauf, ne? Guck mal genau hin. Auf was fliegt er? Auf alles. Auf die Knie, habt ihr nicht gesehen, wie der auf die Knie ging? So, probieren wir nochmal. Okay. Zack. Wir machen weiter mit den Dragon Screws. Irgendwann haben wir es geschafft, ich sag's euch. Irgendwann haben wir es geschafft. So, irgendwann haben wir es geschafft. Nice. Auf Orange haben wir ihn schon. Und dann müssen wir nur noch am Ende zu Daniel Bryan taggen und mit dem Yes Lock gewinnen. Hey! Das fing irgendwie nicht okay, so, ne? Hm.
Okay. Ich habe keine andere Wahl. Alter. Keine andere Wahl als die Immunisation zu machen. Mir fallen noch keine weiteren ein, außer halt am Boden oder im Stehen. Von hinten hätte ich noch machen können, aber nee, von hinten gibt es sie gar nicht mehr, ne? Weiß ich gar nicht. Komm, machen wir mal etwas richtig Cooles. Oh, so nicht. Ich dachte halt vielleicht ein Dings hier, wie heißt der? Na, wenn er in die Kniekehle so schlägt, so wie ein Swagger immer, wie heißt das? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Du kannst warum an. Ich sage nein. Und damit meine ich auch nein. Hier. Jetzt geht's bestimmt auf die Knie, ich sag's euch. Dieses Mal muss es sein. Ist nach oder an die Knie? Natürlich nicht. Schade. So. Franz, kennst du nicht Chucky, diese Puppe? Chucky schreibt man aber nicht C-H-A-K-Y. Kollege, da muss noch mal ein bisschen üben, wie man Chucky schreibt. Oh mein Gott. Also manchmal Chopblock. Chopblock. Danke, Luke, wenn 37. So war der Name. Chopblock. Anscheinend dieses Ding. Mein Gott. Leute, ihr müsstet manchmal den Chat miterleben. Ich sag euch. Allein der Chat ist Unterhaltung genug, wenn ihr bei mir in den Streams dabei seid. Okay. Dann haben wir ihn jetzt endlich. Na, immer noch nicht. So. Zieh durch, mein Junge. Zieh durch. Jetzt haben wir noch Rot. Sehr schön. Und jetzt machen wir nur noch das hier Wechsel zu Brian. Wir können ja mal eine Tag-Team-Aktion machen, ne? Können wir noch mal eine Tag-Team-Aktion machen? Ich fliege schon wieder irgendeine Fliege rum, weil ich mir nicht aufgeräumt habe. 4 Wochen. Und er ist sauber gemacht, so heißt das Ding, ne? Jetzt müssen wir bloß Brian taggen. Ich hatte das schon ein paar Mal erlebt. Ich will immer unbedingt Tech-Team-Aktion machen und genau in der Ecke werden wir dann gekontert und dann klappt er wieder nicht. Und das ist doch scheiße. Dann, pass auf, machen wir das einfach ohne. Wenn nicht klappt, dann machen wir das einfach auf die leichteste Art und Weise. So, ja. Shane, wo ist Shane? Shane, Vince, so heißt du. Tag doch mal zu deinem Partner. Ach, du hast ja gar keine Partner in deiner Ecke. Frag dich mal, warum. Niemand mag ihn. Niemand mag ihn sehr. Niemand mag ihn. Niemand mag ihn sehr. Mir ist nichts Besseres eingefallen als Chant. Alle außer Vince. Alle außer Vince. Alle außer Vince. Das könnte man chanten. Was geht noch in Deutschland? Was geht noch? Was geht noch? Und wird er jetzt hier Armbar? Nein, Erdmeerspin. Ja, das schmeißt runter, macht der Armbar aus welchem Grund auch immer. Weil ich verquert im Kopf bin. Muss ich ja eindeutig immer so sagen, ne? So, womit muss ich gewinnen mit dem Yes Lock? Okay. Erstmal Signature Move. Bitch. Er kann nichts, kann man auch chatten, ja. Und jetzt machen wir noch geladen Finisher Wins. Pass mal auf, ich hab dir was eindeutig versucht einzutreten. So. Zack. Zack. Nein, du bist doch scheiße. Aber nichtsdestotrotz sage ich einfach mal, ach, ich gehe zu New Japan. So. Challenge gemeistert. Äh, 4 zu 1. Ich muss ja sagen, die Challenges sind an sich nicht schwer gewesen. Weil es halt voll unfair ist eigentlich, ne? Oder so. Aber ihr habt mit eindeutiger Mehrheit für diese Challenge gestimmt. Ich weiß nicht warum, aber ihr habt euch dafür entschieden. Yes, yes, yes! Und damit verabschiede ich mich bis Dienstag, wenn die nächste Folge auf YouTube kommt. Am Sonntag werden dann Challenges wieder aufgenommen. Kommt vorbei, hitbox.tv/franzox, für mich immer live. Airblock aus, euer Franz. Daumen hoch, Airblock aus, euer Franz. Zockt bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.